Hallo zusammen, mein Name ist Rico und ich zeige euch heute eine Weiterentwicklung unseres bekannten Vlies, Alsan Vlies, was wir als Verstärkungsschicht im Alsan 77 TX oder Alsan 77 bei An- und Abschlüssen und der Flächenabdichtung benötigen. Und zwar handelt es sich dabei um das Alsan Vlies BK. Das BK, das steht für Butylkautschuk. Ihr seht das hier schon auf der Unterseite. Das normale Vlies, das seht ihr hier, das hat gar nichts. Das ist ein ganz normales Polyester-Vlies. Und hier haben wir auf der Unterseite ein Butylkautschuk-Gemisch aufgespritzt, was das Band später fixiert. Also, für was brauchen wir das Alsan Vlies BK? Ihr kennt das sicher, wir sind auf der Baustelle, wir haben einen Balkon und der ist ans Haus herangebaut und als thermische Trennung haben wir hier einen Dämmstreifen eingelegt. Das kann so wie hier eine XPS sein, das kann auch Steinwolle sein, je nachdem, was wir vorfinden am Bau. Und das Ganze müssen wir überbrücken. So, wie machen wir das? Wie haben wir das bis jetzt gemacht? Normalerweise gehen wir hin, kleben hier oder montieren hier ein Blech oben drauf, um das Ganze zu überbrücken. Und dann machen wir unseren Anschluss mit Alsan 77 TX. Neu können wir das ohne dieses Blech machen, das ist möglich. Und zwar nehmen wir unser Alsan Vlies BK, konfektionieren uns das auf die Länge, die wir brauchen, schneiden das ab, ziehen wir die Klebestreifen zur Seite, diese Abdeckstreifen auf den Butyl, die wir drauf haben, fixieren das hier hinten. Wir haben hier schon grundiert mit dem Alsan 170. Aus den vorangegangenen Videos wisst ihr ja, wie das Alsan 170 und 77 TX verarbeitet wird. Und jetzt der nächste Schritt mit dem Alsan Vlies BK. Ich ziehe die Streifen vollständig ab. Dann richte ich mir mein Vlies nochmal neu aus, so wie das hin muss, mit dem richtigen Abstand zum Klebeband von 5 mm bis 10 mm ungefähr. Drücke mir das leicht an und jetzt habe ich das mal fixiert. Okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt wird sich sicher der eine oder andere von euch fragen, was ist denn, wenn ich irgendwo ansetzen muss? Klar, das kann ich natürlich nicht einfach so machen, indem ich hier das Vlies BK einfach wieder ansetze, sondern ich mache das mit dem ganz normalen Standard-Vlies. Ich zeige euch das hier. Ich werde das in der Mitte mal durchschneiden, das Band, um hier später eigentlich einen Übergang zu simulieren. Sieht nicht so schön aus, okay, kann man sicher besser machen, aber baustellengerecht. Hä? So, jetzt habe ich hier mein 77 TX. Das habe ich schon abgefüllt in den Mischeimer. Ihr seht hier die Skala. Hier kann ich mir genau so viel einfüllen, wie ich brauche. Je nachdem, welche Breite wir überhaupt haben. Also wir haben drei verschiedene Breiten von diesem Vlies BK. Das gibt es in 20, in 25 und 35 cm. Abhängig davon, von der Breite des Vlieses, ist natürlich auch diese Butyl-Kautschuk-Breite, was hier aufgespritzt worden ist. Je breiter das Vlies ist, desto breiter ist auch das Butylband. Okay, kommen wir zum Einbau. Wie gesagt, wir haben das hier schon mal vorbereitet. Ihr seht auch hier das Butylband, das klebt sehr gut auf der Grundierung obendrauf. Also das kann ich nur mit sehr großer Kraftanstrengung wegreißen. Das bedeutet, das Band ist sauber fixiert und kann nicht verrutschen. Okay, also 77 TX hier abgefüllt. Ihr seht das hier. Ich gebe meinen Katalysator dazu. Nicht vergessen, Katalysator, die Menge des Katalysators ist immer temperaturabhängig von 2 bis 6%. Je nachdem, wenn es kalt ist, 6% und wenn es warm ist, dann die 2% hinzugeben. Immer dran denken, mindestens 2 Minuten mischen, dass der Katalysator wirklich gut aufgebrochen ist und sich homogen Material drin verteilt. Je nachdem, welche Breite wir haben vom Vlies, nehmen wir entweder den 10 cm Roller oder wir nehmen den kleinen, den 5 cm Roller. Bei meinem Vlies, weil ich hier nur eine Breite von 5 cm habe, die ich abdecken muss, reicht mir der 5 cm Roller voll zu. Ich nehme Material raus, gebe das zuerst hier unten an. Genügend Material, immer dran denken, 2/3 vom Material muss unterm Vlies sein, das Vlies sauber andrücken, sodass keine Luft drin ist und danach noch mit 1/3 Material überstreichen.
Also wenn wir das auf den Quadratmeter sehen, müssen 1,8 Kilo unterm Vlies sein und ca. 1 Kilo überm Vlies. Und zwar hängt das damit zusammen, dass das Vlies ca. 900 Gramm Material einfach so wegsaugt. Das ist nachher im Vlies verschwunden. So, jetzt habe ich die Rückseite auch noch angegeben. Unten drunter sauber anrollern das Ganze. Und jetzt, wie vorhin schon gesagt, habe ich hier meinen Stoß. Den muss ich jetzt irgendwie abdecken. Das kann ich nicht mit demselben Vlies machen. Das geht nicht mit dem Alsan-Vlies BK, sondern ich muss hier auf das Standard-Vlies zurückgreifen. Ja, nehme ich hier unser Alsan-Vlies, das normale 110 Gramm gelochte oder perforierte Vlies. Und das kommt jetzt hier oben drauf und deckt das Ganze ab. Okay, leg mir das nochmal auf die Seite. Gebe mir hier genug Material und verteile das Vlies, das Harz, satt auf dem Vlies obendrauf. Immer daran denken, Flüssigkunststoff, da könnt ihr nicht sparen. Wenn ihr versucht, hier zu wenig Material zu benutzen, dann kriegt ihr irgendwann das Problem. Und zwar kann das zur Blasenbildung führen, das kann sich ablösen. Die Dauerhaftigkeit des Materials ist dann einfach nicht gewährleistet, wenn ihr unter den von uns empfohlenen Mindestverbrauch von 2,8 Kilo pro Quadratmeter geht. So, das lege ich mir auch nochmal vor. Wie gesagt, 2/3 unterm Vlies, auch bei Vliesüberlappung oder bei Vliesstößen. Das Vlies sauber reindrücken hier. Andrücken, dass keine Luft drin ist. So, das ist jetzt meine erste Schicht. Und zwar haben wir hier unterm Vlies, in dem Bereich vom Butylband, haben wir eher kein Material oder zu wenig Material. Drum gebe ich hier nochmal eine extra Schicht vom 77 Tix obendrauf, dass wir die Mindestschichtstärke, die wir brauchen, von 2 mm, dass es eigentlich als Abdichtung gilt, auch haben. Das kann ich einfach im gleichen Arbeitsgang oder auch später, wenn es sein muss, machen. Und dann ist das Ganze auch eine Abdichtung. Zum Schluss noch mit dem Roller über alles schön drüber gehen. Und dann denken, was schön aussieht, das ist wahrscheinlich auch dicht. Oder wenn es schlecht aussieht, dann werden die Leute eher das Gefühl haben, dass es nicht unbedingt dicht ist. So, das war das Alsan Vlies BK. Jetzt nehme ich hier mal meine Klebebänder weg. Das mache ich just in time, bevor das Material reagiert. Und fertig ist mein Kragplattenanschluss mit dem Alsan Vlies BK.